Bei der Deportation denkt man ja erstmal an die grausame Vernichtung in den Gaskammern. Der finanzielle Aspekt spielt natürlich auch im Gedenken erstmal weniger eine Rolle. Wie verdiente denn die Reichsbahn an den Deportationen? Also, ich darf erst mal sagen, ich meine, das Gedenken, gleich an wen man denkt, ist von der Frage der Kompensation der Opfer und der Leiden überhaupt nicht zu trennen. Das trifft dann, glaube ich, zu in dem Augenblick, wo Tote durch Mord, Raub oder Totschlag verursacht worden sind. So ist das hier auch. Die Reichsbahn hat im gesamten Einflussgebiet der damaligen deutschen Aggression für ihre Deportationen einfache Fahrpreise berechnet. Die lagen bei Massendeportationen von mehr als 400 Menschen in den bekannten sogenannten Viehwaggons, also Güterwagen, bei etwa 2 Pfennig, Reichspfennig pro Kilometer. Das entspricht etwa so 12 Cent, heutigen Cent, 12 bis 20 Cent. Und wenn Sie sich vorstellen, dass man etwa davon ausgeht, dass 3 Millionen Menschen auf diese Art und Weise in den Tod transportiert worden sind, dann ergab sich daraus ein hoher Betrag. In Thessaloniki, bei den über 50.000 Menschen, die dort den antisemitischen Massendeportationen zum Opfer gefallen sind, haben wir einen sehr, sehr hohen Betrag ausgerechnet. Das sind 2,3 Millionen Reichsmark. Und wenn man die hochrechnet und mit den Zinsen etwa ab 1943 versieht, dann landet man bei einem Betrag, der fast 100 Millionen heutiger Euro entspricht. Bei den finanziellen Forderungen bezieht ihr euch auch auf ein Tochterunternehmen der Bahn, auf DB Schenker. Welche Geschichte hatte dieses Unternehmen? Nun, der deutsche Staat hat damals seine Raubzüge und Plünderungen in Europa natürlich nicht alleine machen können. Die Wehrmacht und die entsprechenden Sondereinheiten waren dazu da, diese ökonomischen Interessen des Raubs und der Plünderung in Europa militärisch abzusichern. Weil man brauchte natürlich auch zivile Einheiten, um dann den eigentlichen Ertrag abzuräumen. Dazu gehörte die Reichsbahn auf der einen Seite und auf der anderen Seite gehörte dem deutschen Staat auch ein Unternehmen wie Schenker, wie es damals hieß, wie es übrigens heute auch heißt. Heute heißt es DB Schenker. Und Schenker war seit 33, 35, 38, 39 erstmal schon bei den sogenannten Arisierungen und Deportationen von Menschen in Deutschland und im sogenannten Reich beteiligt. Es mussten ja diejenigen Juden und Kommunisten, Sozialdemokraten und andere, die man deportierte oder die die letzte Chance wahrnahmen, um aus Deutschland herauszukommen, die hatten ja Möbel, die hatten Eigentum und dieses Eigentum, da war Schenker darauf spezialisiert, das abzuräumen und dann dem deutschen Staat, das heißt entweder zur Versteigerung oder zum Verkauf anzubieten. Selber hat Schenker dann in ganz Europa getan, ungeheure Massen von privatem Gut, aber auch Fabriken, Kirchen wurden ausgeräumt und die Milliardenbeträge, die dabei, würde man es in Euro rechnen, eingenommen worden sind, die sind nicht mal mit einem Cent zurückgezahlt worden. Schuldner ist die Deutsche Bahn AG. Die Deutsche Bahn AG, also als Nachfolgerin der Reichsbahn. Als Nachfolgerin vor allen Dingen des Betriebs Schenker, denn das damalige Unternehmen Schenker, das in Staatsbesitz war, ist heute in der Form von DB Schenker wieder in Staatsbesitz. Es hat also nie eine Unterbrechung gegeben und nicht mal eine Nachfolge, sondern man kann sagen, es ist derselbe Eigentümer wie damals. Die Bundesregierung beharrt ja jetzt stets darauf, dass Griechenland spätestens mit der Kenntnisnahme des 2+4-Vertrags, der die Wiedervereinigung regelte, auch wenn Griechenland nicht an den Gesprächen teilnahm, auf Entschädigungszahlungen verzichtet habe. Da könnte man ja jetzt sagen, auch Entschädigungsforderungen an Staatsunternehmen sind damit hinfällig. Warum vertretet ihr eine andere Auffassung?
Also erstmal will ich sagen, währenddessen wir hier miteinander sprechen, findet in Berlin ein Staatsakt statt. Der deutsche Staat als der Schuldner von all diesen Geldern. Der deutsche Staat feiert heute sozusagen seine eigene sogenannte Gedenk- und Erinnerungskultur. Das hat vor dem Hintergrund der Forderungen aus Griechenland, und das sind nicht die einzigen, eine sehr üble Note, wie wir finden. Man kann, wenn man Schuldner einer solchen unglaublichen Kriegsaggression ist, sich nicht nach 30, 40, 50 oder 70 Jahren hinstellen und sagen, also da gibt es ja doch andere Rechtsauffassungen, die wir vertreten, deswegen schulden wir nichts. Selbst gäbe es solche anderen internationalen Rechtsauffassungen, muss man sich den Gläubigern stellen. Genau das tut die Bundesregierung nicht und damit natürlich auch die Deutsche Bahn AG, sondern wenn ich mir so ansehe, was in den letzten Tagen über die Mattscheiden geflimmert ist, dann hat man fast den Eindruck, als würde sich der Schuldner an den Kragen fassen und sich auf die Schulter klopfen über sein großartiges Gedenken, dass er stets von der materiellen Seite jeder Schuld trennt. Und das ist unmöglich. Jeder kleine Dieb wird nicht vor Gericht durchkommen, wenn er sagt, ich bedauere es zwar, es tut mir sehr, sehr leid, aber zurückgeben werde ich nichts. Das wäre eine Haltung, die wäre skandalös. Die Bundesregierung verhält sich genau so, und zwar nicht nur in Griechenland, sondern in ganz Europa. Stichwort Trennung von materiellen Forderungen. Jetzt heißt es ja teilweise, umfangreiche Verbrechen lassen sich nicht mit Geld vergelten. Stimmt das nicht? Das ist eine ganz besonders hinterlistige und infame Methode der Bundesregierung. Natürlich ist es richtig, dass man mit Geld Morde und Totschläge nicht zurückholen kann. Man kann auch die über 50.000 Menschen, die in Thessaloniki mit der Reichsbahn nach Auschwitz gebracht und dort ermordet worden sind, mit Geld nicht wieder lebendig machen. Das ist wohl wahr. Das ist eine Banalität. Wer aber diese Banalität dafür heranzieht, um zu sagen, deswegen gebe ich gar nichts, das ist doch, glaube ich, das wird jeder verstehen, das ist infam. Das geht über eine falsche Behauptung oder über Rechtsauffassungen hinaus, sondern das operiert mit moralischen Kriterien, um sich den materiellen Forderungen zu entziehen. Ich finde, es ist fürchterlich, ich sage es Ihnen von meiner Warte aus und aus meinem Empfinden, ich finde es nicht nur beschämend, sondern es treibt mir die Wut hoch, wenn ich höre, dass diese Leute, die Milliarden schulden, nachdem sie Millionen umgebracht haben, sich hinstellen und sagen, Geld wollt ihr haben? Geld wollt ihr haben für den Nachlass, den wir abtransportiert haben? Da werdet ihr gar nichts kriegen, denn wir haben so viele Morde und so viele Plünderungen begangen, das können wir gar nicht wieder gut machen. Geht nach Hause. Das ist die Botschaft, die daraus zu hören ist. Und sich dagegen zu wenden, ist ein Grund unserer Initiative mit der jüdischen Gemeinde von Thessaloniki, die Rückzahlung der Kosten zu fordern, die Reichsbahn den Ermordeten abgenommen hat. Dieser Appell an die Bahn stammt aus dem April. Gibt es Reaktionen da bereits drauf von Seiten der Bahn? Nein, die Deutsche Bahn AG hat eine erprobte Methode, mit solchen Dingen umzugehen. Sie verzögert die Antworten und verweist dann an die Bundesregierung und sagt, wir sind gar nicht der Eigentümer. Der Eigentümer ist die Bundesregierung. Dann dauert es einige Monate, dann antwortet das Bundeskanzleramt und sagt, das tut uns herzlich leid, die Deutsche Bahn AG ist eine Aktiengesellschaft. Nach dem Aktienrecht sind wir als Eigentümer gar nicht in der Lage, über irgendwelche finanziellen Forderungen zu diskutieren. Wenden Sie sich doch bitte wieder an die DB AG. Also es wird ein Kreisverkehr eröffnet, der für die jüdische Gemeinde von Thessaloniki nun jetzt schon seit, glaube ich, 20 Jahren gilt. Die jüdische Gemeinde hat alles versucht, in ordentlichen Gesprächen bis hin zu Anträgen vor Gerichten die Bundesregierung zu bewegen und die Deutsche Bahn AG mittelbar dadurch auch zu bewegen, die Schulden, die dort bestehen, zurückzuzahlen. Die Bundesregierung tut es nicht, sondern ich komme auf den Anfang zurück, sie hält heute einen Staatsakt
in Berlin habt und all die Leute, über die ich eben gesprochen habe und die mir die Wut ins Gesicht und in den Kopf treiben, die werden Sie dort finden und Sie werden in schwarzen Anzügen mit wunderschönen Krawatten sehr, sehr viel Trauer und Selbstgewissheit über ihre Großzügigkeit und Großartigkeit verbreiten. Das ist traurig. Also traurig ist eigentlich ein Gefühl, das ich heute am 8. Mai habe, wenn ich an dieses Vorgehen unserer Regierung denke. Immer wieder gibt es Überlegungen, dass deutsches Eigentum in anderen Ländern, wie beispielsweise die Goethe-Institute, für Entschädigungsforderungen gepfändet werden könnten. Ist sowas eine Möglichkeit? Nach all dem, was in Italien zum Beispiel die höchsten Gerichte beschlossen haben, hier gibt es ein Urteil des italienischen Verfassungsgerichts vom letzten Oktober 2014, ist es durchaus möglich, Kläger, die in ihrem Heimatland kein Recht bekommen, also kein Gericht finden, das könnte ja eventuell auf griechische Forderungen auch zutreffen, diese Kläger können in Italien in Fragen, wo es um Verbrechen gegen die Menschheit geht, Klagen einreichen und die Bundesrepublik Deutschland kann sich nicht darauf zurückziehen, dass sie Privatklagen nicht akzeptiert. Denn das ist ein anderer Trick der Bundesregierung, dass sie sagt, wir sind als Staat von einzelnen Personen aus überhaupt nicht verklagbar. Das italienische Verfassungsgericht hat dem endgültig widersprochen. Es ist also möglich, dass solche Pfändungen beantragt werden und unseres Wissens nach sind solche Klagebegehren auch in Vorbereitung. Abschließend, haben Sie noch Hoffnung, dass Entschädigungszahlungen an die jüdische Gemeinde in Thessaloniki gezahlt werden von der Bahn? Ich kann nur eins sagen. Die Bundesregierung inklusive der Deutschen Bahn hat sich seit dem Bestehen der Bundesrepublik versucht, mit allen Tricks und mit allen Mitteln ihrer materiellen Verantwortung zu entziehen. Es mag sein, dass das in dem einen oder anderen Fall weiter gelingt, aber endgültig und letztendlich wird ein Europa, das Frieden zwischen den Bevölkerungen will, es nicht hinnehmen können, dass ein solches grauenhaftes Verbrechen, wie es der deutsche Nationalsozialismus darstellt und über den ganzen Kontinent gebracht hat, nach 70, 80 oder 100 Jahren immer noch nicht entgolten ist. Insofern bin ich sehr, sehr optimistisch. Sehr, sehr optimistisch, dass der Preis, den unsere Väter und Großväter mit ihren Verbrechen hinterlassen haben, eines Tages gezahlt werden muss. Ja, das glaube ich. Das sagt Hans-Rüdiger Minow von der Initiative Zug der Erinnerung. Mit ihm sprachen wir über die Entschädigungsforderungen an die Deutsche Bahn AG, die sich ergeben aus den Deportationen der Reichsbahn von Jüdinnen und Juden aus Thessaloniki, aus Griechenland in die Vernichtungslager.